Schönen guten Morgen aus der Marina Eldenburg. Heino, kennst du schon die neuesten Neuigkeiten? Ja, wären. Ich habe gehört, in der Einfahrt zum Rehkanal gibt es jetzt eine Ampel. Genau, das ist eine lustige Geschichte, die ich gestern erlebt habe. Da kam ein Hausboot, die wollten bei uns übernachten, haben dann angerufen, dass es etwas später wird. Ich sage, was habt ihr denn? Ja, wir stehen an einer roten Ampel. Die standen auf dem Kölpinsee, haben das Sektorenleuchtfeuer gesehen. Also am Tag leuchtet das ja auch rot. Und haben eben gedacht, das ist eine rote Ampel. Wir verspäten uns, wir kommen etwas später. Dann habe ich gesagt, ihr dürft trotzdem durchfahren, auch wenn rot ist. Also das war schon sehr witzig. Ne? Also dieses Thema Sektorenleuchtfeuer erklären wir euch mal ein bisschen genauer. Es gibt sogar eine Seite, Deutsche Leuchtfeuer. Wahnsinn, ne? Also hier kann man es ein bisschen mal sehen. Ja, das ist sozusagen gerichtet. Genauso ist es übrigens auch am Kölpinsee. Das heißt, wenn man ein bisschen zu weit links ist, zu nah an den roten Tonnen, leuchtet das rot. Ist man richtig drauf, gelb oder weiß, und ist man zu weit rechts, dann eben grün. Aber das ist eigentlich nur etwas für unsichtiges Wetter. Und ansonsten gucken wir einfach auf die Karte und wissen dann, wie wir in den Rehkanal reinfahren. Und was wir noch sagen wollten, wer unsere Videos auch nur annähernd gut findet, Daumen nach oben. Wer sie nicht gut findet, zwei Daumen nach unten. Ja. Abonnieren und kommentieren, wenn es Fragen gibt. Viel Spaß. Antwort kriegt ihr definitiv.